Das kann dann noch weg. Das brauchen wir ja dann nicht. Und da entsteht die Schule. Wunderbar, das läuft. Ja gut, dann, weißt du, der sollte jetzt eigentlich mehr produzieren. Wir können uns das mal hinpinnen. Wenn die jetzt zu viert da arbeiten, sollten die in dieser Saison, vor allem weil der so einen dicken, dichten Wald hat, das ist ja wirklich krass. Also wenn der Forester einmal lange Zeit gearbeitet hat, dann ist da so ein dichter Wald, wenn du keine Steine und kein Eisen mehr da hast, das ist echt extrem. Und der arbeitet dann auch im Jahr eigentlich so an die 200 Stämme ran, was eigentlich reicht. Ja, das ist halt, es dauert halt länger, aber wenn man erstmal genug Forester hat, reicht das von der Produktion her eigentlich, um den Woodcutter zu versorgen. Finde ich ja lustig, dass momentan sogar Eisen unser Problem ist. Hatten wir doch eigentlich sehr viel gesammelt. Aber es scheint tatsächlich das Problem zu sein momentan. Da können wir mal gucken, ob wir nicht irgendwo noch Eisen haben. Da unten zum Beispiel. Das ist doch noch eine ganze Menge. Holt euch das mal. Eisen, 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 Eisen. Nur mal schauen, wo was ist. Da, da unten ist viel, aber da sind wir noch nicht. Okay. Wir haben halt auch sehr viel Eisen jetzt verbraucht durch den Schmied, weil wir jetzt das ganze Werkzeug dem weggenommen hatten. Wir brauchen halt dann auf lange oder kurz die Minen. Ja, aber wir haben halt noch gar nicht so viele Arbeitskräfte, deswegen... Braucht denn eigentlich der Forester auch Eisen? Nee, der braucht nur Steine und Stämme. Okay. Und die haben kein Feuerholz mehr in ihren Hütchen. Der kommt halt gerade nicht mehr so richtig hinterher irgendwie. Aber der hat ja Stämme direkt vor der Haustür. Soll er sich halt mal nehmen. So, was? Wir können eh nichts kaufen. Ja, ist nett. Können wir aber gerade nicht kaufen. Wir haben nichts im Überfluss. Also, ja, mach's gut. So, und jetzt dieses Jahr. Okay, dieses Jahr haben wir weniger produziert. Wir hatten ja auch welche noch rausgenommen. 300 haben wir mehr verbraucht, als wir haben, aber da wir noch einen Puffer haben von 19.000, können wir also noch viele Jahre lang so eine Produktion haben. Und das würde trotzdem reichen. Und der hat jetzt im letzten Jahr 64 gemacht, mal gucken jetzt, was er dieses Jahr ranholt. Jetzt sind wir bei 14, wir sind aber noch im frühen Frühling, also ich denke mal, jetzt mit 4 Arbeitskräften sollte der Forester gut Holz rankarren können. Ich frage mich ja gerade so ein bisschen, was die Bauarbeiter jetzt gerade machen. Oder was auch die Laborer machen. Wir können ja erstmal noch Laborer lassen. Dass die mal noch hier das Zeug wegholen. Bis da ungefähr, weil dann kommt ja da der der Forester. Weil halt alles dann jetzt steht momentan, vor allem weil wir kein Eisen haben. Also die sollten halt das mal nach und nach holen, machen sie ja auch. Das ist alles Stein da hinten, ne? Ist gar kein Eisen, alles Stein. Aber ihr seht jetzt, Holz wird jetzt reichen langsam, weil jetzt die beiden Forester zusammen, das reicht eigentlich aus. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal um Eisen, weil Stein haben wir auch genug. Ich weiß gar nicht, wo sie das ganze Eisen hingesteckt haben. Ja, wo sind denn meine ganzen Laborer? Sind wir da alle nur am Rumspielen oder am Laufen? Genau, ist playing. So haben wir das gerne, Leute, genau. Keiner macht, was er soll. Alle sind sie nur am Faulenzen. Im Notfall muss ich die Forester nochmal wegnehmen. Dann haben wir 8 Laborer mehr. Dann sollte es schneller gehen.
wenn sie die Arbeit so nicht machen. So, jetzt wächst hier natürlich jedes Jahr der eine Baum und wird nicht geerntet. Der wird dann irgendwann umfallen, weil er zu alt ist. Aber das stört mich gerade ein bisschen, dass sie jetzt gar nicht mal irgendwie das machen, was man ihnen sagt. Ich meine, ich habe ja 5 Laborer, aber keiner... Oder wo sind die denn? Was macht die da hinten im Wald und ist am Spielen? Ja gut, wenn die 0 Jahre alt ist, warum wird die mir dann als Laborer angezeigt? Die arbeitet doch nicht mit 0 Jahren und geht irgendwelche Steine hacken. Kannst du mir ja nicht erzählen. So, da arbeitet jemand, so wie es sich gehört. Guck mal hier, das zeige ich euch. Da, Eisen. Supp, runter. Das war hier wirklich... Ach so, wir hatten ja auch noch ein bisschen was gehandelt. Das war nicht nur der Schmied, wir hatten ja auch ein bisschen Eisen verkauft. Daran wird es auch liegen. Das war ja hier dieser Drop. Genau, wir haben ja 150 oder so rausgehauen. Ja gut, das war aber nötig, wie gesagt, für die Bohnen. Das musste sein. Das musste sein, da konnte ich nichts machen. Die Bohnen waren wichtiger. Na gut, dann nehmen wir die Hunter auch noch weg. Und nehmen die Forester noch weg. Und dann sollten die... Aber guck mal, jetzt hat er auch 100 gemacht. Also gut, das ist ja gar nicht schlecht. Und dann sollten die mit 16 Mann das wohl mal hinkriegen hier. Dann machen wir 4 auf die Bauarbeiter. Und ich hoffe, dass dann irgendwer von denen mal arbeitet. Die werden ja nicht alle 0 Jahre alt sein, oder? Da kommt jemand arbeiten. Guck mal hier. Sehr schön. Der bringt Eisen. Den habe ich gern. Nomaden wären echt mal gut. Oder? Irgendwie 10 Arbeitskräfte mehr oder sowas. Erwachsene Arbeitskräfte, das wäre super. Aber können wir wahrscheinlich momentan nicht drauf hoffen. Wobei ja irgendwann die ersten Nomaden eigentlich kommen müssten mal. Auch hier hat keiner was gemacht. Alle faul in meinem Städtchen. Alle faul. Laufen sonst wo rum da hinten. So, jetzt hier, genau. Oh, schön. Jetzt funktioniert's aber hier. Ja, genau. Das hätte ich gerne, dass ihr das Eisen wegmacht. Dann könnt ihr nämlich auch die Schule mal fertigstellen irgendwann. Wenn nicht alles an den Schmied geht, weil irgendwie kommt da gerade gar nichts an den Eisen. Doch jetzt, 10. Ja, genau, der Händler. Das ist nett, brauche ich aber nicht. Beziehungsweise kann ich mir momentan eh nicht leisten. Ich warte immer noch darauf, dass hier mal das Zeug rangekarrt wird. Auch da, wir haben 4 Bauarbeiter, die wir brauchen. 4 Stück. Und wir haben ausreichend Stämme, aber keiner von denen ist mal so nett und bringt uns da die Stämme hin. Ne? Das ist auch schon seit Ewigkeiten offen, die Baustelle. Ich weiß nicht, woher diese generelle Arbeitsunlust gerade kommt bei uns. Irgendwelche Gründe wird es schon haben. Obwohl die eigentlich gesund und glücklich sind. Alle arbeitsfaul. Aber jetzt hier fehlt nur noch ein Stück Eisen und dann kann die Schule zumindest schon mal gebaut werden. Vielleicht sind sie ja arbeitstüchtiger, wenn sie dann mal educated sind. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass jetzt gleich mal Nomaden kommen und dann haben wir mal auf einen Schlag irgendwie 10, 20 neue und dann können die in Ruhe mal alles wegholen. Auch hier wieder. Wir haben ja die Arbeiter. Wir haben 13 Laborer und 4 Bauarbeiter, die wir auch brauchen nur. Wir brauchen nur 4. Und kein Mensch bringt mal eben ein Eisen hier hin. Die machen ihre Arbeit einfach nicht. Die wurden ja sogar zugeteilt. Aber keiner macht's. Ist schlimm mit denen. Ist ein faules Pack. Ein ganz schlimm faules Pack haben wir hier in der Stadt. Guck mal, wenn du den Straßen hinsetzt, dann spurten sie sofort. Dann gehen sie hin und bauen. Aber bloß, sag mal bloß, die müssen irgendwas Richtiges bauarbeiten. Dann keiner macht's.
hier das eine Eisen dahin bringen? Nee, aber die Straße hämmern, da kommen plötzlich 20 Leute an. Ich glaub's ja nicht, Leute. Ich kann euch die Priorität wahrscheinlich so oft hochsetzen, wie ich will, ne? Ah, jetzt, guck mal da. Einer hat sich mal dazu herabgedingens, das eine Eisen da noch hinzubringen. Welch Glück und Seligkeit. Aber da sind wir noch. Doch, die Stämme haben sie zumindest schon mal gebracht. Okay. Genau, jetzt haben wir nämlich ein ordentliches Minus bei der Nahrungsproduktion, aber das ist überhaupt nicht schlimm, wir haben immer noch einen Puffer. Erst wenn da mal hier das unter 10.000 oder sowas geht, dann fange ich erst wieder an, die Felder zu bewirtschaften. So, jetzt brauchen wir einen Lehrer natürlich. Den haben wir. Die müssen natürlich jetzt momentan noch ein bisschen weit laufen zur Schule, aber das wird sich dann ändern. Wir bauen hier dann Häuser später. Brauchen wir jetzt noch irgendeins von den Gebäuden? Hospital, Chapel? Nein, brauchen wir erstmal nicht. Okay. Dann macht das Ding mal bitte weg. Das habe ich auch schon vor 100 Jahren in Auftrag gegeben, habe ich das Gefühl. Hat wieder keiner sich die Mühe gemacht, mal eben die 3% Storage da wegzuräumen. Dann waren sie wieder alle zu faul. Da könnte ich mir ja den Rücken kaputt machen. Da muss ich ja schwer tragen. Och. Es liegt daran, dass wir so eine alte Bevölkerung haben. Die wollen alle keine Steine mehr schleppen. Ich kann das wahrscheinlich so oft machen, wie ich will. Es kommt dann immer einer mal, trägt mir eine Sache. So, jetzt haben sie es geschafft. Okay. Es geht voran, langsam, aber irgendwie geht es voran. Wenn sie ihre Arbeiten machen, dann geht es voran. Und jetzt haben wir auch schon den ersten Studenten. Das ist aber schön. Dauert natürlich jetzt dann länger, aber nach und nach werden die dann alle educated werden. Und dann sollte auch alles besser laufen. Auch hier, da hatte ich doch mal auch schon vor Ewigkeiten den Auftrag gegeben, auch sogar mit Priorität hochsetzen und allem, aber kein Mensch hat's gemacht, obwohl ich 14 Laborer habe. Aber die Lager, das ist gut, das hat sich geklärt. Also die waren ja immer voll alle. Aber jetzt, okay, die da oben sind noch voll, aber hier, die sind jetzt ein bisschen geleert. Okay, da kam jetzt auch nichts mehr nach. Und hier ist dann, genau, hier sind wir bei 50%, das ist schon besser. Und jetzt im letzten Jahr haben wir nur produziert 2800, verbraucht 1000 mehr. Das ist aber in Ordnung. Ja genau, Nahrung ging immer hoch, jetzt ein bisschen runter wieder, das soll ja so sein. Die Stämme werden besser. Stone auch, Eisen kommt auch langsam wieder, da hatte ich ja ein bisschen was gesammelt. Können dann auch bald mal die Minen bauen, aber ich möchte erst einmal noch den Komplex fertig machen und den Komplex fertig machen, neue Häuser und dann können wir uns um die Minen kümmern, weil wir brauchen ja sowieso erstmal viel mehr Leute, damit wir überhaupt die Minen bewirtschaften können, sinnvoll, weil wir haben ja jetzt ganz, wir haben jetzt zwar viele Laborer, aber jetzt ja nur, weil wir jetzt 3 Hunter nicht haben, weil wir 4 Gatherer nicht haben, weil wir irgendwie 8 Forester nicht haben. Das heißt, wir bräuchten sogar hier noch mehr. Und die werden jetzt erstmal zu Studenten und wenn die dann noch alle erwachsen werden, dann haben wir auch die Arbeitskräfte. Wir haben ja eigentlich erst 28 Arbeitskräfte, was ja sehr wenig ist. So. Okay, das haben wir. Dann könnt ihr noch eigentlich den... Ja, das ist, haben, wie viele Häuser haben wir? Wir haben mehr Häuser als Familie. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist halt jetzt so eine Phase des Wartens. Wir müssen jetzt warten, bis die mal sich von der Bevölkerung wieder ein bisschen erholt haben. Weil mehr Häuser bauen würde jetzt gar nichts bringen, weil wir halt sowieso schon zu viele Häuser haben. Da sind halt jetzt viele Kinder, die halt erstmal erwachsen werden müssen und dann können die wieder Kinder kriegen, dann fängt sich das langsam. Aber bis dahin ist so ein bisschen so eine Wartephase, in der wir eigentlich nicht viel machen können. Auch weil wir nicht das Eisen und so kriegen. Wir könnten auch gar nicht viel bauen. Wir haben ja auch keine Mine. Ich meine, wir können die erste Mine schon mal bauen. Das geht natürlich. Dass wir dann da schon mal Eisen kriegen nach und nach. Selbst wenn wir da nur ein paar Leute reintun. Und was kann ich meinen Sammlertypen? Ja gut, die haben ja eigentlich einen Auftrag. Die wissen ja, was sie machen sollen. Die sollen hier fällen. Na gut, die Frau arbeitet. Sie ist nett. Der eine Baum da. Und was machen die da hinten? Party auf der Insel hier? Alle erschießen. Alle erschießen.
Mann, ich brauche Nomaden. Das sind diese Momente, wo man die Nomaden dringend braucht. Zu viel Nahrung, zu wenig Leute und die Leute vermehren sich nur langsam. Dann brauchst du Nomaden. Aber jetzt kommen natürlich keine. Unser Pech. Wir können jetzt erstmal nur darauf hoffen, dass die Mine fertig machen. Und dann, ja. Da Leute arbeiten lassen. Ich weiß auch nicht, was jetzt los war in den letzten paar Parts. Ich habe jetzt 3 Parts aufgenommen am Stück. Und die haben einfach so lahm immer nur gearbeitet. Obwohl Sachen da waren, es nicht hingebracht. Obwohl ich sogar die Prioritäten hochsetze, nicht die Bäume gefällt. Irgendwie haben wir so eine Arbeitsunlust, habe ich das Gefühl. Und obwohl die alle glücklich sind hier. 5 Sterne. Und obwohl wir 10 Leute haben. Es macht einfach keiner das, was er soll. Habe ich sonst eigentlich nicht so erlebt. Aber jetzt hier geht's wieder, ne? Jetzt haben wir die Steine wieder hingebracht. Fehlen noch ein paar. Und dann können wir da minimal bauen. Dann können wir nämlich mal erstmal uns um das Eisen kümmern. Dann haben wir nämlich die Forest, da haben wir ja für Holz. Dann haben wir die Mine fürs Eisen. Und die Steine haben wir auch so erstmal noch. Aber ich meine, was unser Problem ja momentan ist, ist eher so das Eisen und das Holz. Und dann tun wir erstmal ein paar hier in die Mine. Auch hier. Einfach hingehen und klopfen. Komm, Leute. Genau. Und nicht nur 1% machen. Das liebe ich ja auch immer so, wenn sie hingehen, 1% hämmern und dann sofort wieder nach Hause gehen. Wenn ich so arbeiten würde, ja. Gehst zu deinem Beruf, schreibst eine E-Mail oder sowas und gehst wieder nach Hause, obwohl du eigentlich 8 Stunden arbeiten müsstest. Da zeigt dir der Chef immer einen Vogel, du. Jetzt, so, ja. Jetzt geht's voran. Ich kann leider nichts kaufen, auch wenn du jetzt wahrscheinlich... Ja gut, das brauche ich sowieso nicht. Bohne können wir mal rausnehmen und dann sagen wir mal Tschüss. Ich hätte jetzt... Einen Schock hätte ich jetzt bekommen, wenn jetzt einer mit Tieren käme, weil die brauchen wir unbedingt, aber ich habe keine Ressourcen, um das zu kaufen. Den könnte ich nur wieder wegschicken und hoffen, dass er nochmal wiederkommt dann. Naja, zumindest die Mine ist gleich fertig. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Können wir mal noch mehr in Auftrag geben. Die sind zwar momentan noch beschäftigt da unten, aber... Wenn ihr dann irgendwann nichts mehr zu tun habt, könnt ihr hier ganz in Ruhe alles holen, bitte. So, nur schon mal denen geben, dass sie da wissen, was sie machen sollen. So, jetzt können wir hier mal welche reinpacken. Machen wir erst einmal so 8. Und dann tun wir mal 3 wieder auf die Felder. Ja, müssen wir mal schauen, dass wir hier das auf einen machen. Work, 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 auch wenn wir jetzt gerade im Herbst sind. Und dann, ja, fehlen uns ganz viele Leute. Ganz, ganz viele Leute. Müssen wir warten, bis sie sich vermehrt haben. Wir haben ja jetzt 8 Studenten, die werden dann irgendwann mal erwachsen, hoffe ich. Und dann sind wir über diese Hürde hinweg. Oder es kommen halt tatsächlich irgendwann Nomaden. Ich hätte halt noch früher darauf achten sollen schon, dass wir uns vermehren. Jetzt haben wir nämlich alles so an Zeug, aber wir haben halt keine Bevölkerung. Und die muss ich jetzt erst langsam hier wieder retten, vor allem in die Erwachsenen. Aber Eisen sollte jetzt zumindest nachkommen. Ich finde das krass, die haben 4 Eisen gemacht und das ist ein Haufen, ist nur ein Eisen. Ist ein bisschen wenig eigentlich, finde ich. Sieht viel mehr aus, oder? Sieht da aus wie 20 Eisen oder so, aber es sind anscheinend nur 4. Dead Production. 8 Leute haben jetzt innerhalb von Ewigkeiten 5 Eisen gemacht. Gut. Also ihr seht, ein großes Problem kann auch sein, man hat zu wenig Bevölkerung. Aber das sollte jetzt dann, wie gesagt, wir haben Studenten und viele Kinder. Solange die beiden Zahlen groß genug sind, rettet sich das jetzt nach und nach. Es gibt auch einen Trick, den man anwenden kann. Möchte ich euch jetzt aber nicht zeigen. Man kann auch hier auf Work pausieren drücken und dann sind alle 8 auf einmal Erwachsene oder zumindest Arbeiter.
Aber das ist irgendwie ein bisschen gecheatet und vor allem brauchen wir die Education und dann ist sind die nicht educated, sondern halt nur als Arbeiter zur Verfügung. Also der Trick würde uns nichts bringen. Aber ich denke mal, das fängt sich jetzt langsam. Wir haben ja trotzdem wieder einiges geschafft, haben wir hier ordentlich gerodet, hier den Kern schon mal ein bisschen weiter gekriegt. Die Mine steht und produziert jetzt hoffentlich mal ein bisschen mehr Eisen. Acht ist ein bisschen wenig. Das muss dann halt auch noch irgendwer wegbringen, das wäre ganz nett. Oder der Schmied nimmt sich das einfach mal da. Na. Es liegt vor der Haustür. Keiner will das Eisen haben. Das muss ja nur mal jemand da hinbringen. Einmal hier auf das Ding rüber. Aber okay. Jetzt haben wir 9 Studenten, 8 Kinder. Das wird sich fangen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal euch einen schönen Tag und alles Gute. Ich bin raus, euer Walle. Bye, bye.